Er geht nicht detailliert auf die Ursachen ein, er nennt sie nur stichhaltig. Und zwar unter anderem eines der Ursachen des Zornes ist der Al-Ujb. Al-Ujb heißt das Selbstgefallen oder Arroganz. Arroganz und Einbildung, Selbstverschätzung. Denn oft fühlt man sich ja angegriffen, weil man beispielsweise jemand beschimpft dich und du bist zu stolz und arrogant, du sagst, das kann doch nicht mit mir passieren. Was erlaubt er sich, mich zu beschimpfen? Mich, als ob du was ganz Großes bist. Verstehst du? Eine Form der Arroganz ist das. Und deswegen sagte Muhallab, als er an einem, Malik ibn Dinar, diesen Vorfall habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, Malik ibn Dinar, als er an Al-Muhallab vorbeiging, Al-Muhallab ging er bei Malik ibn Dinar vorbei, und er hat stolziert, ist stolz rumgelaufen, ja, so verzückt von sich selbst. Und dann hat er gesagt, هذه المشية يكرهها الله, diese Art zu laufen, diese Art, wie du dich hier bewegst, ist Allah ungefällig. Gefällt Allah nicht, dass der Mensch so rumläuft. Denn der Kibriya ist eine Eigenschaft, die nur Allah gebührt. Dieser Kibr ist eine Eigenschaft, die nur Allah gebührt. Alles andere ist es nicht wert, sich hochmütig zu verhalten. Und dann sagt er, weißt du nicht, wer ich bin? Gouverneur oder sowas, Staatsführer. Und dann sagt er, doch, ich weiß, wer du bist. Du warst am Anfang ein schmutziger Tropfen, Samen, und später bist du jemand, der mit sich Fäkalien rumführt in sich, also in seinem Inneren, und am Ende bist du eine stinkende Leiche. Das bist du, das ist der Mensch. Jedenfalls, das ist einer der Gründe, Al-Ujb. Zweitens, Al-Muzah. Wie nennt man das im Deutschen? Spaßerei. Oft führt Spaß und Spiel dazu, dass es einem nicht gefällt. Man macht Spaß mit jemandem und es gefällt ihm nicht. Und das führt dazu, dass er erzürnt. Drittens, Streitgespräche. Streitgespräche, haben wir schon mal erwähnt, sie fachen auch Stacheln dazu an, zu erzürnen. Viertens, Al-Ghadr. Das heißt, heimtückisches Verhalten oder das Brechen von Verträgen derartiges kann auch zu Zorn führen. Fünftens, Shiddatul Hirs. Abnormale Form des Geizes und der Gier nach Geld und Ansehen. Das sind so, also diese Dinge, die wir eben genannt haben, sind an sich selbst unschöne Eigenschaften in der Scharia. Aber zudem sind sie auch noch Auslöser für den Zorn. Und wenn man also den Zorn behandeln muss, muss man diese Eigenschaften behandeln. Mit ihren Gegensätzen. Jede Krankheit wird im Gegensatz behandelt.